Willkommen zu einem weiteren Pokémon Sonne und Pokémon Mond Video, meine lieben Freunde. In der Welt von Pokémon Sonne und Pokémon Mond wurde ja jetzt eine weitere Alola-Form angekündigt, nämlich die von Ratzfratz. Und die, naja, bringt uns ein bisschen weiter in den Sachen der League-Listen, denn somit haben wir einen weiteren potenziellen Befürworter für die chinesische League-Liste, denn diese hat schon mal das Alola Voluna, gelegt, das vom Typen Feuer und Fee ist. Und jetzt auch noch das Ratzfratz, was vom Typen Unlicht ist. Und naja, dieser Leak sagt auch noch, dass das Radikal auch vom Typen Unlicht sein wird. Und da gibt es halt noch weitere Pokémon, die geleakt worden sind. Zum Beispiel Smetbo, was vom Typen Käferpsycho sein soll. Dann noch Nidoqueen und Nidoking, die vom Typen Giftkampf sein sollen. Dann natürlich noch Fukano und Arcani, die vom Typen Wasser werden sollen. Und Abracadabra und Simsalabim, die vom Typen Kampf werden sollen und noch eine Mega-Entwicklung wahrscheinlich bekommt dann. Und dann noch natürlich Dodo und Dodrio, die vom Typen Kampfflug sein sollen. Ja, das sind die Alola-Formen, die gelegt worden sind in diesem Leak. Und da hat das Ganze alles zusammenhängt mit noch weiteren Leaks, werde ich die mal ganz kurz noch vorlesen. Pokémon transferred from the Wii C releases will have pre-gen sex typing stats. Das weiß ich jetzt nicht, was das Ganze bedeuten soll. Aber okay. The Stone Bracelets have nothing to do with Synchro Evolution. Also diese Steine, die für die Z-Attacken sind, haben wohl nichts mit Synchro Evolution zu tun. Und da steht ja etwas richtig Geiles, denn Ash Greninja soll in dem Spiel drin vorkommen. Steht hier drinne. Dann, dass die SS-Anne drin vorkommt in dem Spiel, fände ich auch relativ geil. Dann, dass wir mehrere Battles haben gegen verschiedene Charakter aus den verschiedenen anderen Editionen, zum Beispiel Cynthia, Blau, Zinnia oder AZ oder auch Lance, also Siegfried ist er, glaube ich. Dann noch, dass das Herdkart von diesem Donald Trump Pokémon in dem Anime gechanged wird, also dass man das ändern kann wohl. Das ist wohl wie dieses Sonne Pokémon, was man da zu dem Friseur schicken kann. Das soll auch geändert werden können. Und naja, noch vieles mehr. Wenn ich aber genauer auf diesen Leak eingehen möchte, dann schreibt mir das auf jeden Fall noch in die Kommentare. Dann werde ich da ein etwas größeres Video zu machen. Denn, naja, obwohl, eine Sache müssen wir noch hierzu sagen. In dieser Leak hat auch einen Schneemann angekündigt, den ich in dem vorletzten Leak hatte, der vom Typen Eisgeist ist, der zwei Stages, also zwei Evolutionen hat. Und das hatten wir schon letztens in einem Leak besprochen. Und naja, wenn das alles wahr sein könnte, das wäre auf jeden Fall richtig krass. Also falls ihr für diese Leak-Liste seid, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Falls ihr denkt, das ist alles nur, lasst mal einen Daumen nach unten da. Ich will mal gucken, wie die Meinungen so sich spalten. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich glaube, ich gehe schon davon aus, dass da so ein bisschen Wahrheit drin steckt, weil der Schneemann sah schon real aus. Dann noch das Ninetales, was jetzt richtig geleakt wurde. Dann das Ratzfass, was richtig geleakt wurde. Also stimmen ein paar Sachen schon dafür zu und es hat schon ein paar coole Sachen in die Leakliste. Also wie gesagt, wenn ich ein weiteres Video zu dieser Leakliste in großer Fassung machen soll, schreibt es in die Kommentare. Und naja, jetzt bewertet das Video, ob ihr dafür seid oder dagegen seid. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao, Leute. Euer Solo. Haut rein.